Es ist Corona, ne? Ich bin besorgt, ich mache mich um mich Sorgen und deswegen trage ich die Maske. Aber 100% ich glaube, das ist politischer nur Spiel. Ich trage die Maske von zu Hause aus bis wieder zu Hause. Also wenn man über allen Medien hört und alles, der Lieberman schützt. Also ich bin nicht davon sehr überzeugt, wenn das Virus gibt überhaupt. Moin moin zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute hier genau gegenüber vom Corona-Testzentrum am Hamburger Steindamm. Es ist sowas wie die Reeperbahn, nur ohne Party. Und wir wollen heute einfach mal hören, was die Leute so zu der neuen Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen sagen. Was sagst du dazu, dass jetzt auch hier am Hamburger Steindamm in der Öffentlichkeit die Maske zu tragen ist? In der Öffentlichkeit Masken zu tragen, finde ich eigentlich ein bisschen übertrieben. Aber auf der anderen Seite, angesichts der steigenden Zahlen, finde ich auch gut, weil die Menschen sind ja unachtsam und deshalb ist eine gute Maßnahme. Du bist aber trotzdem ohne Maske heute hier? Ja, das stimmt. Aber ich bin auch aus Kiel und nicht hier. Deshalb habe ich nicht so den Überblick hier drüber. Ja, es fehlt noch ein bisschen die Beschilderung, dass man Bescheid weiß, wo man die tragen kann. Das ist ja das Problem. Und wenn man aus einer anderen Stadt kommt, ist es natürlich noch schwieriger, um erst einmal einen Überblick darüber zu verschaffen. Aber insgesamt finde ich ganz gut. Also warum trägst du die Maske jetzt hier auf öffentlichen Plätzen? Auch was sagst du dazu, dass man das jetzt auch im Freien hier am Hamburger Steindamm tragen muss? Ich würde sagen, dass Maskenpflicht auf den öffentlichen Plätzen, ich finde es eine gute Idee, weil es ist Corona, ne? Ich bin besorgt, ich mache mich um mich Sorgen und deswegen trage ich die Maske. Ja, das neue Gesetz ist in Kraft getreten, dass man auch auf öffentlichen Plätzen jetzt eine Maske tragen muss. Wie stehen Sie dazu? Warum tragen Sie die Maske? Warum ich trage die Maske? Ja, eine Seite, ich sage, die Pandemie, wo ich glaube, das nicht, müssen wir ertragen. Man ist auch ein bisschen sicher, aber 100% ich glaube, das ist politischer nur Spiel. Es ist ja jetzt seit heute die Maskenpflicht hier in Kraft getreten, auch auf öffentlichen Plätzen wie dem Hamburger Steindamm. Ja. Was sagst du dazu? Ja, wenn das um unsere Gesundheit geht, kann man das machen. Okay. Also du trägst die Maske? Ich trage die Maske von zu Hause aus bis wieder zu Hause, im Arbeitsplatz auch. Also. Erst seit heute oder auch schon vorher? Vorher auch schon, weil ich arbeite in Gastronomie breit und in Küche tragen wir das auch. What's your opinion about the wearing a mask in public now? It is mask wearing is nobody likes it. But if it is the severe side of it, why not? Nobody wants to wear a mask. But if the medical experts is now it is open, everybody should wear it, then we have to wear it and save ourselves. That's all. Was sagen Sie dazu, dass heute die Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen hier in Hamburg in Kraft getreten ist? Also was muss, muss. Ja? Also das für mich ist ideal. Also muss man machen. Ne? Okay. Und vor allem hier, die Straße ist immer voll. Ja, dicht an anderen und muss man sich schützen und die anderen schützen. Also Sie haben Angst, dass Sie sich mit Corona infizieren können? So ist es, ja. Also wenn man über allen Medien hört und alles, der Lieberman schützt. Und das ist der Kleinigkeit, was man macht. Okay. Ja, ist eine große Sache, ne? Nur Maske. Ne? Ja, was sagst du zu der Maskenpflicht, die ab heute auch hier auf öffentlichen Plätzen in Hamburg gilt? Also ich bin nicht davon sehr überzeugt, wenn das Virus kippt überhaupt, ne, dann macht das einen Sinn, aber wir leben in einer Gesellschaft, dann müssen wir halt daran halten. Okay. Ja. Also du trägst die Maske eher, weil du Angst hast vor der Strafe? Nicht aus Überzeugung, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben. Ganz einfach. Also du trägst die Maske, um die anderen zu schützen? Richtig, ja. Okay. Richtig. Okay. Jetzt trägst du sie aber gerade gar nicht, ne? Straße nicht, aber in Bahn, Bus. Es ist hier aber in Hamburg. Bist du aus Hamburg? Ich komme von Sylt. Weil es ist jetzt hier auf dieser Straße ab heute Maskenpflicht, auch auf der Straße. Das wusste ich nicht. Also die Beschilderung fehlt noch ein bisschen. Tue ich gleich. Das war keine Ermahnung. Ist ja heute die Maskenpflicht hier auf öffentlichen Plätzen in Kampf getreten. Okay. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, meine Meinung dazu.
ich weiß nicht, wenn die haben die ganze Zeit schon eingebracht und komischerweise steigen die Feindzahlen immer mehr, obwohl wir schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen fragwürdig. Ich sag mal, man darüber äußern, kritisch äußern ist auch mal doof. Natürlich wird es dem einen oder anderen vielleicht das Gefühl geben, dass es hilft, aber unterm Strich wird uns ja gelernt. Ja, okay. Ich höre schon, du beschäftigst dich eher kritisch mit dem ganzen Thema. Nicht kritisch, aber ich halte mich an Fakten. Ja. Und alleine, wir brauchen gar nicht drum herum zu reden, wenn jetzt jedes Jahr vorher weniger Menschen verstorben, ich meine mehr Menschen verstorben sind als dieses Jahr, und das alles überall nachzuschauen ist, dann müssen wir hinterfragen, warum passiert das alles hier? Wenn diese Krankheit, natürlich ist es ein Virus, der ist ansteckend, der ist auch für gewisse Gruppen gefährlich, aber das ist jeder andere Virus so auch. Und wir sind vorher auch nicht mit Masken rumgelaufen und haben irgendwelche komischen Regeln angeführt, die ganze Wirtschaft ruinieren. Das ist ja nicht nur, dass es unangenehm für den Menschen ist. Okay, und die Maske schützt dich auch vor dem Virus? Ich finde das hilfreich. Ich finde das hilfreich, ja. Also nicht 100%, aber zu 75% reduziert das, also das Risiko. Auch im Freien hier an der frischen Luft? Obwohl es frische Luft ist, aber die Leute laufen so eng zueinander und ich denke, das hilft. Also Sie tragen die Maske mehr aus Angst vor der Strafe als aus Angst vor dem Virus? Ja. Vor der Strafe, nicht vor dem Virus. Weil gibt es so Leute zu viel krank, Krebs, die Kinder mit Krebs, das RTL, ZDF zeigen gar nichts, in ganz Europa. Und wovor schützt dich die Maske? Warum trägst du die genau? Ja, habe ich gehört, dass Schüssen wegen die Corona gegenüber meine Mitmenschen und ich selber auch. Deswegen trage ich das auch mit. Und dazu zu der Maske. Es soll mir einer sagen, dass es gesund ist, CO2-Ausstoß wieder einzuatmen. Wenn mir das jemand belegen kann, dann trage ich jeden Tag über 24 Stunden. Aber das ist Unsinn. Also du trägst die Maske, wenn du sie trägst, nur bei der Angst vor der Strafe, die sie üben. Ja, und das ist ein Verhalten, das kennen wir irgendwoher und das wollen wir eigentlich nicht. Dafür gibt es die Demokratie und dafür sollten wir eigentlich was dagegen tun. Aber wir tun es. Und hast du dich auch schon mal mit den kritischen Stimmen zur Maskenpflicht beschäftigt oder was davon gehört? Ich beschäftige mich tagtäglich mit sowas, weil ich selber im Gesundheitsbereich arbeite und in der Klinik tätig bin. Und da kamen ja unterschiedliche Patienten, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Und der eine sagt, er ist übertrieben, der andere sagt, nein, es ist richtig und. Und das ist langsam, kann man auch nicht hinterher. Also dann sagt man ja, man macht das. Und man schützt sich selbst und gegebenenfalls auch anderen. Und ich finde es gut, dass alle Menschen wieder so einige eigene Verantwortung tragen. Und das schützt dann gemeinsam uns alle. Ja. Hast du dich auch schon mal mit kritischen Stimmen beschäftigt? Nee, noch nicht. Nee? Warum nicht? Ja, weil dafür habe ich auch gar keine Zeit dazu. Okay. Ja. Und wie wird das in deinem Freundeskreis und deiner Familie gehandhabt? Mit der Maske, tragen die auch alle die Maske? Ja, bei meiner Familie, die tragen alle Maske, außer die Kinder, sonst die Erwachsenen alle. And have you ever thought about critical opinions about them wearing mask? Somebody might be critical. I've told you from the first time that nobody wants to wear a mask. But if it is the safe side of it, yes, do you want to drink medicine? No. But when you get a sickness, you are compelled to drink the medicine. Und haben Sie sich auch schon mal mit kritischen Meinungen zu der Maske beschäftigt? Also für mich, ich bin Diabetiker, ja. Für mich sogar ist schwer, aber trotzdem, ja, ich habe Angst. Sie haben Angst vor Corona und? Vor Corona, ja, von dieser Krankheit oder nicht Krankheit, das ist Epidemie, Virus. Ja, Virus, ja. Vor allem jetzt die Busse und die U-Bahn, ne? Das ist genau wie früher, dicht an anderen, setzt man niemand anderen, alles immer vor. Das ist ganz gefährlich. Ja, und hört man, dass es gibt Tote und gibt immer mehr Leute, die infiziert werden. Ne? Ja. Und deswegen, also das ist Kleinigkeit für mich. Was soll ich machen? Und jetzt zur Post her muss ich durch die Straße und muss ich das tragen. Ne? Beschäftigst du dich auch manchmal mit den kritischen Stimmen zu Corona? Nicht viel. Sonst macht das verrückt irgendwie. Okay. Ja. Aber es gibt ja auch viele, die sich kritisch äußern und nicht so viel davon halten. Meine eigene Meinung. Okay. Und ich mache mit dich. Und wie ist die, deine eigene Meinung?
Also wie gesagt, ich bin nicht überzeugt. Also falls der Virus gibt überhaupt, dann macht das einen Sinn. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Wie findet man das raus? Ja, gute Frage. Fragen Sie die Politiker, die wissen Bescheid. Kennen Sie die derzeitigen Zahlen, wie viele wirklich erkrankt sind, wie viele im Krankenhaus sind? Kennst du dich damit aus? Ja, ich gucke jeden Tag, wie viele sich infiziert haben und wie viele immer noch im Krankenhaus liegen. Und aber das sind ja verschwindend gering, ne? Ist die Zahl da, oder? Ja, es ist auch nicht die hundertprozentige Zahl. Ne? Das heißt, es wird nicht alles gemeldet. Vielleicht melden die Leute sich gar nicht, aber ich finde die Zahlen sehr krass. Und ich weiß es nicht, ob nach den Herbstferien die Schule wieder normal öffnen können. Okay. Also haben Sie auch selber Kinder? Nee, ich habe keine Kinder. Okay. Ich mache noch Abi. Ah, okay, oh! Und wenn ich fragen darf, woher kommst du ursprünglich? Ich komme aus Elfenbeinküste. Oh, schön. Okay. Ja. Und hast du noch Kontakt? Weißt du, wie es deiner Familie da geht oder deinen Verwandten? Wie ist da die aktuelle Lage? Ja, bei uns ist die Lage ist sehr gut zu Hause. Ja? Weniger Corona-Fälle, nicht wie hier. Okay. Und tragen die auch Maske? Nicht so. Nicht wie hier. I say, when now the sickness has come, the disease has come. So, if the expert says everybody should wear masks in public, we don't like it, but we have to obey them. Und wie sieht's in deinem Umfeld aus? Was ist mit deiner Familie, deinen Freunden? Sind die auch Maskenbefürworter oder sehen die das eher kritisch? Nein, die sehen das, sind alle dafür. Und von Anfang an, also ich hatte da von Anfang an in meinem Freundeskreis dafür gesorgt, dass die sich immer auf den aktuellen Stand halten. Und immer sich an Mund-Nasen-Schutz und an die Abstandregeln und so weiter. Und das ist bis jetzt uns gelungen. Und wie sieht es in Ihrem Umfeld aus? Was sagen die Leute in Ihrer Familie? Das Gleiche. Das ist nur ein politisches Spiel. Gar nichts mehr. Und wie sieht es in Ihrer Familie aus? Wie sieht da die Meinung aus zu Corona und der Maske? Ja, ist genau dasselbe. Aber die haben auch Angst und Muss. Ja. Wir müssen nicht, das müssen bestraft oder Geld bezahlt und außerdem Gesundheit. Also Sie kennen auch Leute, die Maske tragen, weil sie Angst haben vor der Strafe? Ja, auch. Ja, sagen also, ich habe keinen, das genau mit dir, mit Gürtel oder sowas. Ja. Das ist nun mal so. Ja. Okay. Aber ich habe schon auch ohne Strafe und so habe ich von Anfang an immer getragen. Und merken Sie das schon, dass Sie weniger Luft haben? Ja. Aber wenn ich die Gelegenheit habe und irgendwo, dann mache ich ein bisschen, also, ja, alles klar. Schönen Tag. Und wie ist es in deinem Umfeld, mit deiner Familie, bei deinen Freunden, Arbeitskollegen, wie sehen die das so? Tragen die Maske aus Überzeugung? Ja, ich komme aus Tunesien und die Maske ist auch Pflicht überall, quasi. Und die Leute halten sich alle dran? Ja, definitiv. Wir haben auch eine Sperrstunde von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. In Tunesien? Das ist ein total anderer, also wie das läuft, ist total anders da. Okay. Und wie sieht es da aus mit den Todesfällen von den Infizierten? Weißt du da was Genaueres? In Tunesien haben wir nicht viel. Wir haben nicht viele Fälle. Das ist ganz wenig. Ich glaube, in Afrika ist es viel besser als hier in Europa. Wie sieht das bei dir im Umfeld aus? Was sagen deine Familie, deine Freunde? Ich selber bin aus der Gastronomie, ich bin Barkeeper und in der Hotellerie tätig. Und natürlich sind wir alle positiv und verfolgen das auch. Aber es wird jetzt immer mehr hinterfragt. Auch Leute, die am Anfang sehr, sehr kritisch waren gegenüber den Leuten, die das in Frage gestellt haben, sind jetzt irgendwo bekehrt worden und fangen selber an, kritische Fragen zu stellen. Und die Antworten darauf sind nicht gut. Ja, Entschuldigung, ja, gerne. Schönen Tag noch. Wie ist das für dich, die Maske zu tragen? Jetzt auch draußen an der frischen Luft? Also für mich muss eigentlich nicht bestimmen. Wenn so Plätze sind, wo viele Leute sind, dann ist es schon.
so erkannt? Ich habe keine Angst, aber ich meine, ich muss das nicht so erzählen. Aber ist das nicht auch gesund, mal ab und zu eine kleine Grippe zu kriegen? Ist das nicht auch einfach schon immer so gewesen? Nein, finde ich nicht. Und wie sieht es in Ihrem Umfeld aus? Wie sind da die Meinungen zu Corona? In Ihrer Familie oder bei dir, in deinem Freundeskreis? Also, meine Eltern sind draußen, meine Mutter hat Angst, aber ich habe eher Angst, dass ich nicht fertig. Meine Freunde, die sagen schon, ja, Corona ist ein Trick, ist ja nicht so angenehm.